Ja, nach dem 1-0 dachte ich, das Ding ist durch in Stuttgart, weil wenn sie dieses Spiel verloren hätten, glaube ich, wäre keine Hoffnung mehr da gewesen. Wenn du dann so ein Spiel dann wieder drehst, muss man ganz klar sagen, dann werden plötzlich Dinge frei, Kräfte frei. Also jetzt ist, nach diesem Sieg, ist für mich der VfB wieder im Rennen. Aus Stuttgarter Sicht ist es doch ganz klar, die werden jetzt zuerst mal abwarten, für welche Liga planen wir. Und dann hoffentlich, also das hoffe ich, wirklich ein Konzept erarbeiten, das eben, sagen wir, tragfähig ist, das nachhaltig ist, das eine mittelfristige Planung vorsieht und das natürlich auch den besonderen Umständen in Stuttgart gerecht wird. Stuttgart hat traditionell eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Ich glaube, da müssen sie eigentlich wieder drauf setzen und dementsprechend auch die Trainerwahl muss so ausfallen. Ich mag den Hübs unheimlich, aber ich glaube, wenn man ein langfristiges Konzept hat, dann müssten sie einen neuen Trainer verpflichten, das muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, dass Hüpp sicherlich ein großartiger Trainer ist, der eben auch eine Mannschaft in dem Fall auch wieder stabilisieren kann. Aber ich glaube, in die Zukunft gerichtet, da bräuchte der VfB jetzt mal ein neues Gesicht.